glücklich trotz Kontaktsperre? Geht das überhaupt? Ja, diese Frage wollte ich heute Abend mit euch diskutieren. Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht, wie ihr euren Alltag vielleicht so ein bisschen leichter über die Bühne bringt in der Kontaktsperre. Das ist ja für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit, gerade wenn die Trennung noch so relativ frisch ist. Und ja, das Prinzip der Kontaktsperre, ihr kennt das alle. Ich will das jetzt auch hier gar nicht genauer erklären. Das haben schon andere ausreichend gut dargestellt und erläutert. Das kennt ihr alle, gerade wenn ihr irgendwo euch in der Ex-Zurück-Strategie und sonstigen Dingen befindet. Und so oder so ist nach einer Trennung einfach eine Kontaktsperre auch ja, hilfreich. Sie hilft euch vor allen Dingen auch zu heilen und ja, euch ein bisschen auf euch wieder zu konzentrieren. Aber natürlich kennen wir das alle, uns fällt es immer, immer schwer, natürlich auch sich bei ja, den Ex-Partnern dann nicht zu melden. Und das ist auch ja, eine der größten Herausforderungen dann auch nach der Trennung, weil man ja natürlich immer noch was loswerden will, was sagen will und in eigenen Gedanken da irgendwie steckt und dann will man dies noch sagen und das noch sagen, aber ja, lasst es, es hilft nichts und von daher nutzt die Kontaktsperre für euch und vielleicht helfen meine Tipps euch dabei, auch ein bisschen abgelenkter zu sein und noch leichter durch diese Zeit durchzukommen. Ich fange mal mit dem ersten Tipp an und der heißt für mich einfach, steht trotz allem, auch wenn ihr morgenmuffelig seid, doch einfach auch mal früher auf. Versucht einfach eure Tagesroutine so ein bisschen zu verändern und überlegt mal, morgens früh aufstehen, was tut mir da vielleicht auch schon gut? Einfach mal raus auf den Balkon, auf die Terrasse oder mal kurz an die Luft. Einfach die Ruhe und die Stille des Morgens genießen. Holt euch dazu eine schöne Tasse Kaffee oder einen Tee oder was ihr immer auch gerne morgens trinkt. Und ja, genießt einfach so mal den Morgen und setzt euch dann auf jeden Fall hin und schreibt Dinge auf. Findet eine Morgenroutine und schreibt Dinge zum Beispiel auf, für die ihr dankbar seid. Ja, versucht mal so einen anderen Ansatz zu fahren. Eine andere, ja, versucht einfach mal die Perspektive in Richtung, was habe ich eigentlich alles, was ist schon gut in meinem Leben. Wir sind ja immer so mangelorientiert. Dann ist der Ex dann irgendwie weg und oder die Ex. Und dann haben sie da auch noch irgendwie andere. Und wir denken dann immer, ach Gott, und finden das alles ganz furchtbar. Und sind immer in dieser Mangeldenke, aber überlegt doch mal, es gibt bestimmt auch Dinge in eurem Leben, die schön sind. Und das muss man so ein bisschen trainieren und der Blick positiv nach Trennungen ist nie einfach. Aber ihr könnt das alles lernen, das ist eine Trainingssache, das schafft ihr. Der nächste Punkt wäre, macht irgendeine Art von Sport. Wenn das morgens jetzt nicht klappt, integriert das auf jeden Fall in eure Tagesroutine. Es wird gegen euren Liebeskummer sehr, sehr hilfreich auch sein. Welche Sportart ihr auch immer macht, praktiziert. Vielleicht geht ihr eine Runde joggen morgens. Auch in der Ruhe ist das dann bestimmt besonders angenehm. Oder ihr geht ins Fitnessstudio. Ich versuche so oft, wie es geht, hier bei mir auch im Viertel ins Fitnessstudio zu gehen. Das tut sehr, sehr gut. Und unmittelbar nach der Trennung fand ich auch den Sport einfach super hilfreich, um einfach diesen Trennungsschmerz zu lindern. Den hat man ja dann irgendwann auch nicht mehr. Also auch da eine Beruhigung für euch. Dann esst was Gesundes für euch zum Frühstück. Irgendwas, was euch gut tut. Ja? Versucht jetzt einfach auch in dieser Zeit der Kontaktsperre eurem Körper was Gutes zu tun. Macht euch irgendwie, wenn ihr ein Käsebrot esst, macht ihr euch noch ein Salatblatt aufs Käsebrot oder eine Gurke oder was auch immer oder eine Tomate. Ihr kennt das alle, wie es beim Bäcker gemacht wird. Das ist einfach eine schöne Routine und ihr signalisiert damit eurem Körper, ich tue dir jetzt irgendwie was Gutes. Meistens leben wir ja nicht so gesund, wenn wir in so Trennungsphasen sind. Und dann fängt man vielleicht an, wieder zu rauchen oder trinkt viel zu viel Alkohol. Also guckt mal, wo ihr das einfach so ein bisschen wieder ausgleichen könnt. Und ja, um durch diese Zeit einfach durchzukommen und auch einfach die Kontaktsperre gesund zu überleben. Dann auf dem Weg zu eurer Arbeit, wie auch immer ihr da hinkommt, wahrscheinlich habt ihr auch sowieso Kopfhörer dabei oder ihr habt ein Auto, wo ihr
Podcasts hören könnt. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Also nicht ständig irgendwelche traurige Musik, die euch noch weiter runterzieht, sondern eher das Gegenteil. Coacht euch über Podcasts, lasst euch coachen. Also ich fand auch damals, es gab nichts Heilsameres, als den Coaches, Beziehungscoaches zuzuhören, weil man einfach immer das Gefühl hat, da ist jemand auf der anderen Seite, der versteht, was man gerade durchmacht und das rettet einem den Tag, das beruhigt einen. Also ich bin gar nicht ohne die quasi ins Bett gegangen. Also ich hatte eigentlich immer Coachings auf den Ohren. Und ja, zumal es auch irgendwie die Lockdown-Zeit war. Genau, also schaut mal, dass ihr da für euch was Passendes findet. Es gibt ja einige gute Leute da. Dann auf der Arbeit selber versucht, eure Gedanken auch so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Denkt nicht so negativ. Schaut euch einfach mal um. Vielleicht gibt es auch an eurer Arbeitsstelle was Positives. Vielleicht macht euch gerade dieser Arbeitstag besonders Spaß, weil ihr das besonders gut könnt oder weil der oder die Kollegin besonders nett gerade auch sind oder weil ihr mit denen noch zum Mittagessen geht. Also versucht auch hier einfach mal den Blick anders zu lenken. Dann, wenn ihr zurück nach Hause lauft oder fahrt, nehmt einfach auch mal andere Wege. Ja, wenn ihr immer über die Autobahn fahrt, fahrt mal über die Landstraße oder fahrt anstatt direkt nach Hause zu fahren nochmal irgendwo in die Stadt, setzt euch hin, trinkt nochmal einen Kaffee, beobachtet einfach mal die Leute, macht irgendwas anders, was so euren Alltag durchbricht und alles, was dieses Zuhause sitzen, nichts tun, grübeln, aufs Handy starren und einfach auch abwarten, dass vielleicht dann irgendwie von der Ex oder vom Ex was kommt. All das solltet ihr vermeiden. Also lenkt euch ab, so gut es geht. Genau. Und wenn ihr dann zu Hause seid, verwöhnt euch auch mal ein bisschen mit einem schönen Essen. Das schafft ihr nicht jeden Tag. Das ist ganz klar. Man kann sich nicht jeden Tag was Tolles kochen. Das schaffe ich auch nicht. Und aber 2-3 Mal die Woche schafft ihr es euch vielleicht auch mal im Supermarkt noch mal was Besonderes zu besorgen, was ihr nicht so häufig esst und euch das auch ein bisschen schön zuzubereiten und richtet euch einfach mal ein richtig schönes Dinner an, deckt den Tisch, setzt euch hin, ganz in Ruhe, esst mal was, verwöhnt euch, trinkt euch dazu ein Gläschen Wein oder wegen mir auch Wasser, was immer euch gut tut. Ja, verwöhnt euch. Und als nächstes sprecht auf jeden Fall, so oft es geht, immer wieder mit Leuten, die euch lieben, die euch schätzen, die euch nicht verlassen, die euch nicht allein lassen. Und anstatt dann den Ex anzurufen oder die Ex anzurufen in der Kontaktsperre, also bitte, bitte nicht, ruft ihr lieber eben liebe Leute an, die ihr hoffentlich um euch habt, denn ihr habt hoffentlich auch eure Freunde gepflegt, auch in der Beziehung. Denn ja, wie ihr jetzt auch merkt, die sind ja auf jeden Fall auch immer noch da. Also kümmert euch um die Leute, ruft sie an und ja, genießt einfach das Gefühl, dass da Menschen sind, die euch euer Leben lang wahrscheinlich begleiten werden, wenn es nichts schief geht. Dann der nächste Punkt, da hatten wir auch schon mal mehrfach drauf hingewiesen in anderen Podcast-Folgen, dieses irgendwas zu finden und wir können gar nicht oft genug darauf hinweisen, weil wir alle wissen, wie gut sich das einfach anfühlt, wenn ihr nach Hause kommt abends und ihr habt irgendwas, worauf ihr euch freuen könnt, irgendein Hobby, irgendeine Leidenschaft, vielleicht entdeckt ihr jetzt auch sowas ganz Neues oder eine ganz neue Fähigkeit in euch, weil ihr einfach auch mehr Zeit jetzt habt, die ihr mit euch alleine verbringt und darin einfach besser zu werden. Ja, malen, fotografieren, auch vielleicht im Sport das nochmal irgendwie besser zu machen. Also findet irgendwas, worin ihr euch perfektionieren wollt oder könnt. Ja. Und der letzte Punkt, der steht über all dem nochmal drüber. Das ist also wirklich das, wo wolltet ihr euch schon immer auch allgemein verbessern? Auch in Bezug auf Beziehungen, wolltet ihr vielleicht weniger anhänglich sein, wolltet ihr weniger eifersüchtig sein, wolltet ihr mehr eure Freundschaften pflegen, überhaupt mehr lernen, bei euch zu bleiben und findet Mittel und Wege, Bücher, Podcasts und so weiter und so fort, an euren Themen dann auch zu arbeiten. Also arbeitet wirklich konstant daran, euch zu verbessern und dann seid ihr so abgelenkt und so beschäftigt,
Und ihr werdet einfach auch merken, es wird euch von Tag zu Tag immer besser gehen. Es dauert oder es gibt auch mal wieder Rückschläge und es gibt vielleicht auch mal blöde Tage. Aber insgesamt, und dafür sind diese Punkte so ein bisschen gedacht, um euren langfristigen Erfolg und euer langfristiges Wohlbefinden zu fördern. Und aus eigener Erfahrung und auch aus unseren Coachings weiß ich, dass es eben allen Klientinnen und Klienten dann mit der Zeit auch wirklich besser geht, wenn sie einige dieser Punkte auch befolgen oder auch andere. Vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps. Das sind jetzt erstmal meine Tipps und es gibt sicher viele, viele mehr. Aber fangt einfach morgen gleich an, nehmt euch mal 2, 3 Sachen aus der Liste und probiert es einfach mal aus. Schreibt gerne in die Kommentare, welcher Tipp euch geholfen hat oder auch, was ihr euch sonst noch wünscht an Themen auch. Und das waren die Punkte für, ja, ein glückliches Leben trotz Kontaktsperre. Geht das überhaupt? Ich würde jetzt so zusammenfassend sagen, ja. Und bin ganz gespannt, wie ihr das seht. Passt da draußen gut auf euch auf. Ich bin jetzt noch mal 2 Tage weg, aber ab Mitte der Woche dann wieder für euch vor Ort. Ich freue mich schon, beziehungsweise es wird wahrscheinlich eher Donnerstag. Aber ich bin ja nicht aus der Welt und schreibt gerne. Ich schaue natürlich auch immer wieder abends auch in die Mails rein und auch in die Kommentare und freue mich aufs nächste Video mit euch. Ich grüße euch aus Frankfurt, eure Marie.